So, es ist nun soweit. Meine Musik, also eher das YouTuber-Album, ist jetzt in den Shops und auf Spotify verfügbar. Also auf iTunes, Google Play, Apple Music ist ja iTunes und Spotify. Bei Spotify kann man sich das ganz normal anhören. Auch bei Google Play und iTunes, da kann man sich dann pro Song für 99 Cent, ja, sich statt YouTuber-Album gönnen. Das sind bis jetzt 25 Songs. Diese 25 Songs, so soll es auch erstmal bleiben. Da sollen später noch mehr hinzukommen. Also sagen wir mal, es soll jetzt ein neues Album kommen. Das wären dann meine Instrumentalsongs oder halt das YouTuber-Album Nummer 2. Ja, wenn ich eine bestimmte Anzahl an YouTuber-Songs wieder zusammen habe, dann werde ich ein neues Album dazu einfach veröffentlichen. So funktioniert das Ganze. Das Problem ist, das kostet halt alles ein bisschen Kohle. Und da kommt ihr natürlich jetzt wieder in Frage. Ihr könnt nämlich mich halt unterstützen, wenn ihr auf iTunes und Google Play und Apple Music einfach für 99 Cent da mal was runterlädt oder kauft. Das Geld bekomme ich dann alles. Und wenn wir genug zusammen haben, dann kann ich wieder für 30 Euro ja ein Album veröffentlichen, ein neues. Und dann nächstes Jahr kostet das dann irgendwie 50. Ich muss dann schon für zwei Alben, glaube ich, dann insgesamt 100 Euro zahlen pro Jahr. Ist ein bisschen viel Kohle, aber so ist das halt. Ich möchte euch schon ein bisschen hier was auf Spotify und so bieten. Übrigens, Anneliese und Günther, die sind ein bisschen krank. Die können heute also nicht irgendwie moderieren oder so. Ich höre mich übrigens voll an wie im Radiosender. Jetzt in den neuesten Charts. Hier ist, weiß ich noch nicht. Tschüss und vielen Dank für alles. Bye.